Und damit hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von AirPod CEO hier auf Microhazard TV. So, in der letzten Folge hatten wir hier angefangen, unseren schönen neuen Bereich zu planen. Nochmal vorab zur Info. Die ganzen letzten Folgen, also quasi ab der 22, nee, ab der 23. Folge, 23? Nee, 22. Folge bis zur jetzigen, also die 25. Folge, 25. Folge, ja, richtig, also die letzten vier Folgen sind alle am Stück aufgenommen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Kommentare schreibt, entweder werde ich sie so beantworten, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Tipps schreibt, was ich noch irgendwie verbessern soll oder wenn irgendwas quasi nicht ganz funktioniert, werde ich darauf erst später eingehen können. Einfach aus dem Grund, dass ich halt quasi in der Woche am Arbeiten bin, beziehungsweise bin ja noch in der Ausbildung, aber trotzdem halt dann nicht die Zeit habe, um hier auch groß was aufzunehmen. Deswegen quasi würde das Ganze hier immer so ein bisschen voraus produziert. Also nicht wundern, wenn da irgendwo was ist, was ihr quasi geschrieben habt und ich noch nicht irgendwie drauf eingegangen bin. Naja, aber wir spielen weiter, beziehungsweise wir planen weiter. Beziehungsweise ich habe gerade gesehen, wir brauchen einen Hausmeister und Haustechniker. Ich weiß nicht, warum wir so viele Hausmeister brauchen, aber wir brauchen sie einfach. So, Hausmeister und Haustechniker. Nehmen wir hier zwei gute. Beziehungsweise was wir eigentlich mal machen könnten, ist Hausmeister. Einfach mal weiterbilden. Können wir auch gut mal ein bisschen Geld hier investieren, dass die alle weitergebildet sind. So. Das heißt, wir haben jetzt da alle maximal geschult, also die sollten uns jetzt gut was bringen. So, aber wir wollen hier weiter planen. Deswegen nebenbei, das Geld läuft hoch, wir machen gut plus jede Stunde. Wo wir vielleicht sparen könnten, sind hier immer noch quasi mit Bauarbeitern, dass wir die mal wegschicken. Aber wir haben neulich erst den Vertrag hier. Und ich sehe, wir haben schon wieder Verträge, die wir verändern können. Ganz wichtig, der hier. Der ist schon ganz unten der Preis. Beschämend ist. Kannst ja versuchen, oder? Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen weniger für Afgas 100. So, Stripe Air. Zahlst du mir ein bisschen mehr dafür? Ja, du zahlst mehr. Danke. Zahlst du auch mehr? Ja, die zahlen auch mehr. So, kriegen wir wieder mehr Geld. So, aber wir waren hier stehen geblieben, das Ganze weiter zu planen. Deswegen, mir ist gerade hier noch eine Kleinigkeit aufgefallen, weil der Text sollte auch hier bis zum Ende gehen. Und natürlich ein Problem, was hier so ein bisschen besteht, ist, wir haben hier vier Positionen quasi. Wenn hier einer raus will und hier einer rein will, oder noch schlimmer, wenn hier einer rausfährt komplett, aber hier hin will, haben wir leichten Stau. Aber naja. Das soll uns hier nicht aufhalten, hier mal schön zu bauen. So, wieder 7er Textilbreite. Und dann bauen wir hier wieder große Parkpositionen hin. Dann vorerst die letzten großen Parkpositionen, würde ich sagen. Wegen 1, 2, 3. Nee. Hier mal angepasst. 1, 2, 3. Deswegen. Dann bauen wir hier quasi eine Straße rüber, dass die ganzen Autos auch hinkommen. Einmal darüber. Und dann bauen wir dort nochmal mittelgroße Parkpositionen. Zwei mindestens als Schnellboarding, mehr oder weniger. So, und dann können wir hier auch nochmal quasi als Terminalbereich mittelgroße Parkpositionen nehmen. Können wir auch nochmal ordentlich welche hinstellen. Ja, dort müssten wir den so erstmal gucken. So, können wir bis dahin gehen. Ne, hier muss Terminal rübergehen. Quasi dort ist unser Ende. Bauen jetzt einfach mal einen Block daneben. So, das heißt, wir haben hier Terminalbereich, wir haben hier Terminalbereich, wir haben bis da Terminalbereich. Was wir erstmal hier runterziehen können. So, die Innenmauern gehen da weg. Und was man natürlich dann hier auch machen kann, ist dann später, dass wir hier in eine zweite Ebene gehen.
Das heißt, dass wir quasi nicht unten ein sozusagen Bus-Shuttle oder ähnliches haben. Das könnten wir hier hinten aber definitiv dann ranbauen. Vom Terminalbereich her. Dass wir quasi hier direkt neben unserem Terminal die ganzen Busse fahren lassen. Also Busse dahingehend, dass quasi die beiden Parkpositionen mit Bussen halt ja, angefahren werden. Auch eine relativ kurze Strecke, von daher passt das. So, aber wir können, also was wir jetzt mal nicht planen müssten, wo wir mal wirklich, nee, bauen können wieder normal, ist ein Zaun. Weil der Zaun, der kostet nicht so viel und dann haben unsere Bauarbeiter auch wieder was zu tun. Dann sind die nicht mehr so nutzlos da. Wie gesagt, hier in der Ecke gerne was ausdenken, was man da hinbauen kann. Aber werde ich halt erst in einigen Folgen drauf eingehen. Beziehungsweise dann erst wahrscheinlich wieder in der Folge vom Samstag oder Freitag. Und dann werden wir sehen, was wir da reinbauen. So, wir haben inzwischen ordentlich Geld und ich bin am Überlegen, ob wir hier irgendwelche Bereiche schon anfangen könnten zu bauen oder zu planen, aber. Deswegen, also ich baue jetzt hier die Taxiways-Verbindung schon mal richtig. Deswegen hier der Bereich wird einfach mal leer, weil wir können nicht überall quasi Fahrzeugdepots und so hinsetzen. Wir könnten aber hier ebenso nochmal Terminal. Jetzt also erstmal kommt hier Terminal-Gebäude rein. Zack. Und das geht raus. Ding. Hat er ordentlich ins Geld gegangen. So, dann sollten wir aber auch wieder in Planungsmodus gehen. Weil ansonsten haben wir gleich kein Geld mehr. Planungsmodus. Und wir bauen quasi hier unser Terminal wieder hoch. Bis dort ran. So wie es ja dann eigentlich sein sollte. Der Bereich hier unten erstmal nur für kleine Flugzeuge. Und dann hier oben. So bei dem Bereich, den brauchen wir eigentlich auch schon gar nicht. Quasi, dass wir hier den Bereich als internationalen Bereich machen und der untere Teil als normaler Bereich. So, hier die Wand kann komplett weg auch. Wie weit wir hier noch was bauen, weiß ich nicht. Wie gesagt, hier kommen noch zwei Parkpositionen hin. Deswegen hier die großen Flugzeuge, die werden wir sowieso erstmal nicht abfertigen. Deswegen, was man erstmal bauen könnte, wäre dann die Startbahn. Man müsste hier einen eigenen Terminalbereich erstmal einrichten. Ganz viel zu tun noch. Deswegen hier der Zaun, der kann jetzt weg. Dann ist der uns auch nicht mehr im Wege. Also auch wenn die Bauarbeiter hier noch nicht alles gebaut haben. Mal kurz überprüfen. Haben wir alle Bauarbeiter? Ja, haben wir. Siehst du, was mir gerade so auffällt? Wir haben ja noch unsere Verwaltungsmitarbeiter, die wir noch nicht alle eingesetzt haben. Baugeschwindigkeit erhöhen. Ja. Frage, Wartungs- oder Reparaturkosten? Reparaturkosten sind, glaube ich, höher. Genau, je länger das ist, desto effizienter wird es. Lieferantenrabatt erhöhen. Airline-Beziehung. 5% erhöht Airline-Zufriedenheit. Sicherheitsalarm. 5% reduziertes Risiko für Sicherheitszwischenfälle. Eigentlich will ich die ja haben. So, hier. 10% erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit bei Tarifverhandlungen. Das klingt doch gut. So, einen einzigen Administrator brauchen wir noch. Nehmen wir den hier. Und dann haben wir auch quasi Administratorbereich voll ausgeschöpft. Leider kann man ja hier nicht alle vier irgendwie machen. Aber irgendwie wäre es ja dann auch langweilig. So. Einzige, wo wir jetzt mal, also quasi, wir haben hier so ein bisschen eine Sache nicht ganz bedacht. In unserem gesamten Straßennetzwerk. Der Zaun hier kann auch mal weg. Fällt mir gerade aber so auf. Wir haben nirgendwo großen Tunnel, wo wir hier rüberkommen. Sprich, quasi, wir können hier schön alles anfahren. Wir können hier schön alles anfahren. Wir können hier alles anfahren. Aber wir können erst hier rüberfahren, um dorthin zu kommen. Heißt, ein Auto müsste hier runterfahren, darüber und wieder hoch. Heißt, wir werden definitiv hier uns ein kleines ja, Fahrzeugdepot bauen. Was quasi für die Fahrzeuge, die hier so sind, benötigt wird.
Wissen wir, das könnten wir hier in die Ecke bauen. Bauen wir einfach mal. Wie bauen wir das auf? Eins, zwei. Ja, ist immer so die Sache, ne? Wir könnten halt hier auch noch Busstationen bauen, statt auf der Seite. Dass die Busse über den Boden quasi hinfahren. Oder durch den Boden hinfahren. Wir sind im Planungsmodus, ja. Hier muss man jetzt immer kontrollieren, ob man auch plant. So, dann in dem Fall würde ich nämlich hier was anderes bauen. Wir bauen hier quasi unsere Straße erstmal. Dann gehen wir hier runter mit einem Tunnel, gehen da wieder raus. Bauen hier unsere Servicestraße weiter, wie hier auch. So, hier brauchen wir jetzt unterirdisch eine Servicestraßenverbindung. Und an dieser können wir den Abzweig setzen, hier rüber. Und können dann dort auch wieder hochfahren. So dass wir dort rauskommen, bis zum Rand fahren, bis hier rüber und können uns dann hier irgendwas ausdenken. Beziehungsweise eigentlich wäre es sogar besser, wenn wir hier rauskommen. Tunnel abwärts, runter. Da ist dann wieder ein bisschen Strecke, die der Bus macht. Ist wieder Zeit an sich auch, aber ja. Ich denke mal, so sehr wird das kein Problem sein. Dann können wir nämlich hier quasi das erstmal wegnehmen wieder. Klar ist das jetzt hier am Ende der Startbahn, aber ja. Wir können ja hier einfach sagen, dass wir jetzt hier ein Fahrzeugdepot bauen. Nicht direkt daneben, sondern hier hin und dahin geht keins mehr. Wir können aber. Warte, doch, wir können die Straße höher setzen. Wir können die Straße noch eins höher setzen, theoretisch. So, dann haben wir hier mehr Platz. Dann gehen wir nochmal auf unser Fahrzeugdepot und dann könnten wir hier auch zwei nebeneinander setzen, beziehungsweise auch zwei gegenüber. Beziehungsweise setzen ein zweites hier. Ja, ich bin kein Freund davon, wenn. Dann bauen wir es so. Ist zwar nicht so unbedingt, dass ich sage, ich bin Freund davon, aber ist in Ordnung. So, dann bauen wir den Bereich dort so hin. Dann brauchen wir unsere Halteposition für Mitarbeiterfahrzeuge und für Shuttlebusse. Da sollten zwei Positionen reichen, weil wir haben ja hier zwei Gates, zwei Parkpositionen und jeweils ein Mitarbeiter-Shuttle. Dann setzen wir hier einfach schnellen seitlichen Weg hin und bauen das Terminal bis zu den Bussen ran. Und dann hätten wir den Bereich auch schon fertig. So, hier brauchen wir noch definitiv eine Terminalverbindung. Der Weg dazwischen geht raus. Deswegen später können wir dann quasi auch hier quasi noch eine zweite Ebene bauen, damit wir dann hier quasi bei den einzelnen Gates ja, quasi na, eine Fluggastbrücke bauen können, was dann den Ein- und Ausstieg ein bisschen beschleunigen soll, glaube ich. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. So, Asphalt-Taxiway. Und ebenso wieder hier die Verbindung setzen. So, inzwischen haben wir hier ordentlich geplant. Wir haben hier ein komplettes Terminal-Konstrukt für internationale Flüge von. Also, wir können 3, 6, 10 internationale Flüge abfertigen. Sowie insgesamt, ja, deutlich mehr nationalen Flügen. 14 Stück insgesamt. Wenn ich überlege, wir haben aktuell 4. Wir haben jetzt hier 14. Das heißt, wir können hier deutlich unsere Zahl oder ja, Produktivität mehr oder weniger steigern. Wir müssen nur zusehen, dass quasi auch alle ja, Zeiten schnell genug sind. So. Aber damit wir das Ganze jetzt hier ein bisschen aufbauen können, quasi erstmal hier, ich würde sagen, wir fangen mit dem oberen Bereich an. Also mit den nationalen Flügen, dass wir hier ein bisschen ausbauen. Damit wir das ausbauen können, müssen wir definitiv nochmal das Terminal hier erweitern. So geht das hier erstmal weg und der Bereich weg. Dort in der Ecke ist keine Wand mehr, die hätte ich gern trotzdem. So, das heißt, wir müssen jetzt hier noch quasi einen Buspark sonst wie hinstellen, also Parkplätze, Busse, Taxis, so das Übliche, was ein Flughafen braucht.
Da haben wir jetzt nur das Problem, wir haben hier unsere Service oder unseren Servicebereich, den ich übrigens hiermit auch noch verbinden wollte. Heißt erstmal hier Straße. Na, Straße hätte ich gerne. Geht bis dahin und kommt dann hoch. Aufwärts. So, das heißt, dann können hier auch quasi die Fahrzeuge relativ zügig hier zu den Positionen oben fahren. Fahren quasi nur einmal unten durch. Hätten wir diesen Bereich auch erledigt. Also hier kann man noch mal ein bisschen ausbauen, dass man näher an den Tanklagern ist. Aber das können wir immer irgendwann noch machen, weil das kostet halt alles einfach nur Geld. Weil, wenn man guckt, normal eine Terminalfläche kostet 1000. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Terminalfläche wir haben. Wir haben teilweise doppelstöckig. Siehst du, apropos doppelstöckig, müssten wir in dem Bereich auch definitiv doppelstöckig bauen. Für die internationalen Flüge. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren, ja, wie nennen wir den Bereich? Servicebereich. Ja, Servicebereiche sind das. Oder Serviceanlagenbereich. So, da gehe ich jetzt aus dem, genau, aus dem Baumodus raus oder aus dem Planungsmodus raus. Wir brauchen eine Abfahrt und dann hier irgendwo wieder eine Auffahrt. Gehen nach unten, verbinden diese. Gehen nach oben, verbinden diese. Lassen diese bauen. Deswegen, also, es ist gerade so ein Moment, wo ich sage, wir haben zu wenig Bauarbeiter. Und das, obwohl wir 150 haben. Frage, Verträge, Bauarbeiter. Es gibt nicht irgendwie noch zufällig mehr Bauarbeiterverträge oder höhere. Technischer Defekt. Geht da oben in den Hangar bitte und dann ist gut. Genau. Das ist der hier, der fällt jetzt hier einfach hoch. Klar, wenn hier einer ist und da hochfährt, dann hält er hier ordentlich auf, aber wie oft haben wir hier irgendwie mal einen Ausfall? Bei mittelgroßen Flugzeugen hatten wir es noch gar nicht. Deswegen, der Bereich hier wird auch nur für große und mittelgroße Flugzeuge sein. Keine kleinen, die werden hier bei der Landebahn auch rausgenommen. Und auch definitiv keine General Aviation Flüge, also keine zivilen Flüge, sondern nur kommerzielle Flüge. So, hier der Bereich ist gleich fertig gebaut. Aber wie das Ganze hier fertig wird und wie wir quasi dann das Terminal fertig bauen oder beziehungsweise so weit anfangen zu bauen, dass quasi hier auch die ersten Flüge stattfinden könnten, seht ihr in der nächsten Folge. Und daher würde ich sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.